Das wäre eine Idee. Und nochmal Ladebildschirm. So, da sind Kisten. Ja, natürlich, alle kommen raus. Nur wir kommen nicht rein. Komm, versteck dich in einer Gruppe. Wir sind vollkommen versteckt. Man sieht mich nicht. Was soll ich denn hier machen jetzt? Ach so. Gut, so geht es auch. Komm, kann ich hier deine untertauchen? Schön. Ich muss selber laufen. Okay, das geht ja. Vielleicht kriege ich das mit der Kiste hin. Vielleicht sollte ich aber unten durchlaufen. Zurück! Nicht mit mir, Sklaven! Wie mache ich das dann? Volle Synchronisation kriechen, wenn ich nicht schwimme. Puh. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Nein! Oh! Idioten gibt es überall, ne? Wie wär's mit einem Kajak? Dann gehe ich ja nicht schwimmen. So, ich muss da rein. Zwei Leute, da sieht mich auch einer. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Nein! Verdammt! Wie mache ich das? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Also. Auf das Schiff. Gehen, ohne entdeckt zu werden. Das ist ja klar. Die Frage ist nur, wie komme ich da drauf, ohne entdeckt zu werden? Ich glaube, ich muss schwimmen. Das.
das nicht gehen. Nee. Da stehen welche. Warte mal, wenn ich jetzt auf die Karte gehe, müsste ich ja normalerweise gucken. Ja, hier habe ich natürlich nichts freigeschaltet. Super. Da muss ich hin. Okay, dann gehe ich jetzt einfach schwimmen. Ja. War doch klar. Okay. Hinterher. Wie schade, dass wir einfach so vor ihm fliehen. Evelyn glaubt fest daran, dass die treibende Feinde ein Ende setzen kann. Also widersetzt sie sich dem Befehl Agathes und begibt sich an Bord eines Sklavenschiffs mit unbekanntem Ziel. Der Entschluss belastet ihr Verhältnis nur noch mehr. Okay, und ich würde sagen, ich muss mal kurz einen kleinen Cut machen, aber das wird nicht lange dauern. Tschüss. Da sind wir auch schon wieder. Weiter geht's. Willkommen, Freunde, zu einem Leben in Freiheit, Produktivität und Frieden. Hier findet ihr keine Ketten, keine Peitschen. Hier bildet ihr eure eigene Gemeinde. Und durch harte Arbeit werden wir zusammen gedeihen. Den kennen wir doch irgendwoher. Was sagen die denn so über das Volk? Evelyn! Welch Freude, dich hier zu sehen und das Geschenk unseres Lebens mit dir zu teilen. Doch warum bist du hier? Warst du nicht bereits frei? Als ich hörte, wie wunderbar diese Gemeinde sei, musste ich es selbst sehen. Sind die Gerüchte wahr? Seid ihr so glücklich, wie man sagt? Glücklicher. Die Häuser sind behaglich, das Essen gut und reichlich. Wie im Paradies. Bekommt ihr auch gute Löhne? Wir dürfen hier leben und uns sogar in die Gemeinde einbringen. Ein jeder trägt bei, was er kann. Mehr Lohn brauchen wir nicht. Dann gehört dieses Land der Gemeinde. Vielleicht schon sehr bald, wenn wir unser Soll erfüllt haben. Es heißt, dieses Land sei sehr wertvoll, also dauert es eine Weile. Doch das ist es wert. Und falls ihr abreisen wollt? Das passiert nicht. Niemand würde das je wollen. Keiner ist je gegangen? Psst! Du solltest nicht so reden. Das tut hier keiner. Wir sind alle so glücklich. Wir brauchen keine schlechten Gedanken, die doch nur an unserem Glück rütteln. Es war wirklich sehr schön, dich wiederzusehen. Schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Also, es ist eine scheinbar heile Welt irgendwie, die wieder irgendwie ihre Schattenseiten hat. Wahrscheinlich müssen die hier irgendwas machen, was nachher für den Krieg gebraucht wird. Ist! Wir haben später noch genug Zeit zum Reden. Die will gar nicht mit uns reden. Wie nett. Essen können wir nicht. Wie groß ist hier eigentlich das Gebiet? Ja, es ist schon einiges. Was ist hier? Das Maya-Silhouette. Oh. Okay. Also, sammeln werde ich jetzt während des Let's Plays nicht. Aber in 3 mache ich das schon sehr fleißig.
sollte ich vielleicht nicht zu nahe treten oder anrempeln. So, mal gucken, was die sagen. Psst. Miss. Wie wär's mit ein bisschen erstklassigem Ale? Oder vielleicht etwas Tabak? Nur hier auf dem stillen Markt. Nein, danke. Oh, hast du dann vielleicht was zu verkaufen? Auch nicht. Dann vergiss, was ich sagte. Also. Okay, aber wenn hier was schon steht, dann nehme ich es natürlich mit.